Moin Moin, Servus und Grüß Gott auf meinem Kanal. Ich bin unterwegs mit Felix. Servus. Servus. Und zwar, wir müssen noch ein bisschen leise sein. Ihr habt gerade gesehen, wir sind auf einer Panzerstraße lang gegangen. Wir gucken uns eine militärische, ja, so ein Gutshof aus den 50ern an. Hier scheinen auch wohl mehrere Gebäude zu sein, haben wahrscheinlich irgendwelche Fahrzeuge oder Panzer gepflegt oder Munition gelagert. Da ist eine Tür auf unten im Keller. Okay. Wollen wir da mal runtergehen oder was? Ja. Kellerraum oder sowas im Ort? Kellerraum, ja. Geht's nicht weiter? Geht's nicht weiter. So, noch ein Schloss hier vor. Komisch, hier liegt auch so ein Kabel. Hier sind Kunststofffenster drin, die sind doch rausgeschäumt. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo Felix ist. Ach da, warte. Das fängt jetzt auch ein bisschen leicht an zu nieseln. Ich würde mal sagen, ich setze mal meine kurze Mütze auf. Ich bin gespannt, ob wir hier überhaupt was finden werden oder ob wir hier noch weiter irgendwo raufkommen. So, weiter geht's. Wir schleichen schon mal hier so ein bisschen an der Hausmauer lang. Ich sehe aber schon die Fenster. Die haben sie sogar zugemauert. Ja, wir kommen auf jeden Fall nicht rein. So, Opa, bleibt doch nichts übrig. Ich muss doch ein bisschen klettern. Ey, Jawitzka. Warum müssen wir mal nachts auf so ein Gelände gehen? Wie gesagt, da ist eine Tür offen, da wollen wir mal reingehen. Und. Boah, ich sehe schon wieder Dorn, ne? Ich bin von Dorn. Schicksal besiegelt. Oh nein, ne? Stefan. Oh. Dein Lieblingsunkraut. Nein, Dorn. Da müssen wir da jetzt echt nicht durch, oder? Oh nein. Ein Dorn im Auge, schon lange. Aber richtiges Dorn im Auge. Uff, hab ich mich erschrocken. Was guckt mich da ein Auge an? Hier liegen einfach mal so Rohre, ja, für eine Rutsche oder sowas. Oh, ich hab eine Rutsche. Doch, das ist eine Rutsche. Hä? Hey. Was liegt das denn hier rum? Mach den Weg frei. Lass das hier wirklich auf. Psst, leise. Das ist wieder so laut, ey. Oh mein Gott, was ist das denn hier alles? Oh, jetzt kommt eine Lampe. Oh, 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 oh. Nee, ich hab da nicht drauf. So, Felix läuft da jetzt lang, wo ich gerade war. Ich laufe mal hier jetzt lang, weil irgendwie habe ich da was gefunden. Das sieht mir so ein bisschen komisch aus. Felix. Ey, ich glaube, ich habe so einen Kriechgang gefunden, wie bei der Kirche damals. Guck mal, warte mal, ich mach mal meinen Diffuser ab. Das ist doch ein Kriechgang, oder? Das erinnert mich wirklich an die Kirche von damals. Ja. Und das war schon richtig widerlich. Guck mal, die ganzen Spinnen, Felix, für dich. Ja, oben an der Decke hängen. Da gehe ich auf jeden Fall nicht durch. Ja, Felix, nützt nichts, ne? Rucksack, den dicken Sack ab und rein geht's, ne? Alter. Nützt ja nichts. Ist nicht dein Ernst. Ich habe ja Gott sei Dank keine Angst vor Spinnen. Soll ich zuerst reingehen? So, wir haben uns jetzt entschlossen, den Rucksack erstmal hier zu lassen und erstmal auszukundschaften. Und ja, bin gespannt. Entweder erwartet uns da eine Bauer, dass wir da nicht weiterkommen. Oder wir kommen wirklich in ein anderes Gebäude rein. Leider kann man das von hier auch nicht sehen, ne? Siehst du gar nichts, ne? Das sieht ganz, ganz unschön aus. Einfach nur. Felix freut sich schon auf die Spinnen. Soll ich als erstes? Komm, Opa geht als erstes. Oh. Gut, dass ich noch nicht gegessen habe. Alter, das ist ja noch enger wie in der Kirche. Nicht, dass ich jetzt alleine hier lang krieche, ne? Kommst du? Gerade, ich muss meinen Handschuh anziehen und brauche den Zaun. I, was liegt hier denn? Eine tote Ratte? Ja. I, nein, I, hier liegt Steinwolle. Das wirst du merken, wenn du das schön in deinen Klamotten drin hast. Echt? Das juckt wie Hulle. Hast du schon? Das Steinwolle, ja, ich muss mir gerade meine Ärmel runterziehen. Ja, das ist alles voll damit. Ach, du bist doch noch nicht mal drinnen. Alter, komm her jetzt hier. Das ist das Ekligste, was ich gemacht habe. Ich kann das nicht. Sieh zu jetzt. Du musst ja noch wie so ein Bergarbeiter hier die Steine zur Seite packen. Doch. Ich kann hier nicht rein, ehrlich. Wo bist du? Du bist ja immer noch nicht drinnen. Ich kann das nicht. Alter, du. Oh, das ist zu schlimm, ehrlich. Ihr wisst nicht, was das für eine Überwindung gerade ist, ehrlich. Das ist wirklich schlimm. Oh! Was war das? Das war das Rohr. Ehrlich? Pass auf. Was?
Oder? Wie? Oder was war? Was ist denn? Was war denn das? Was? Weiß ich nicht. Hat dich von hinten jemand gepackt? Oh, mein Rucksack ist umgefallen. Oh, mein Gott, ey. Oh. Halsklabaster. Herzklabaster. Geh raus, geh raus, geh raus, geh raus. Raus, raus, ja. Warte. Oh, ich hab's, glaube ich, geschafft. Oh, oh, ich bin... Oh, das ist... Okay, wir haben's geschafft. Felix, du hast es geschafft. Bitte durchsuch mich, ob hier irgendwas an mir ist. Bitte. Nein, ist nichts. Nein, nein, ist nichts. Nein, ist nichts. Alles gut. Alles gut. So. Puppen vor allen Dingen. Ja. Puppen vor allem. Ja, ja, Arme bei Puppen. Hä? Ja. Ja, da. Teile. Da. Da. Teile, da. Alter, der ist immer ein Geschlechtsteil. Das muss ich mir vom Pixels rezensieren. Aber was ist das denn? Guck mal. Hier irgendwelche Teile geschliffen. Ah, komisch hier. Oh, hier geht's weiter. Oh, oh mein Gott, was ist hier denn noch? Hä? Oh, hier ist noch mehr. Moin. Hier steht doch alles voller Farbe. Guck mal, ein Regal. Das sieht aber auch aus, ob die das gerade erst hingebaut haben. Oh, oh, hab ich nicht gesehen. Skateboard. Oh, Alter, hab ich mich erschrocken. Was ist das denn? Und da liegen irgendwelche Plastikteile drin. So eine richtige Landschaft gebastelt hier mit Bergen. Guck mal, hier hat er hier mal richtig Stumpur auseinander gepflückt. Und was gebastelt. Boah, hab ich mich gerade erschrocken. Was guckt mich da denn an? Boah, Alter, was geht hier ab? Oh, wie geil, ich habe wieder eine Kaffeemaschine gefunden. Ich könnte jetzt wieder Kaffee trinken. Oh, was ist das hier? So ein Tresen mit Kühlschrank. Guck mal, das ist wirklich alles so. Die haben hier echt neue Wände eingezogen. Guck mal, hier ist noch eine Bandsäge. Alter, eine Holzkiste. Darauf wieder irgend so eine Werkbank, denke ich mal. Mit Holzböcken. Oh, das sieht aber gut aus. Ich glaube, hier kommen wir wieder raus. Hey, hier steht eine Bunkertür. Hast du da jetzt entdeckt? Hier ist auf jeden Fall eine Tür auf. Okay. Und warte mal, durch den Spalt. Siehst du das? Was denn? Nee. Da brennt Licht. Echt? Ja. Ist die Tür auf? Ja, ich habe keine Ahnung, was da drin steht. Ich sehe gar nichts. Doch, guck mal, Alter. Was ist da? Das was? 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 Da steht ein Raumschiff oder so. Was? Raumschiff? Hallo? Kann ich euch beiden helfen? Oh Mann, Scheiße. Wir haben uns irgendwie verlaufen. Verlaufen? Was habt ihr zu suchen? Ja. Wir wollten nur eigentlich ein bisschen filmen. Filmen. Wir können das auch löschen sonst. Moment, junger Mann. Ich glaube, filmen ist hier weder gestattet, noch ist es gestattet, dass ihr beiden euch hier rumtreibt. Aber standen nirgendwo Schilder und so. Schilder brauchen wir auch nicht. Wir gehen sonst Moment, einfach. Ja. Ich bin jetzt dran. Das entscheidet mein Chef, wer hier wie, wann, wo ein- und ausgeht. Und ich glaube nicht, dass ihr die Erlaubnis habt. Und ich denke mal, das Beste wäre, ich bringe euch jetzt zu meinem Chef. Aber bitte keine Polizei anrufen, ja? Das entscheidet er nicht. Oh Mann. Los, kommt. Ah. Los, die beiden, vorwärts. Was ist das für ein Ort hier? Stell nicht so viele Fragen. Felix, tut mir leid. Was? Ah! Hey, Kinder, komm! Bleib stehen! Bleib stehen! Oh mein Gott. Hä, wo bin ich hier überhaupt gelandet? Hä, was sind das alles? Wollt ihr auch was von mir? Was ist hier denn schon wieder? Oh, das sieht gut aus. Ich glaube, ich kann mich hier wegbeamen, oder? Beam mich weg, Scotty. Sie kommt. Sie kommt. Sie hat mich nicht gesehen. Gelandet. Hey, ich war doch gerade noch irgendwo anders. Hey, komisch. Geht's hier auch irgendwo wieder raus? Oh, das ist eine Leiter. Bin ich denn jetzt hier gelandet? Was ist hier denn los? Hey.
So ein Steuerknüppel. Was ist das? So eine Fensterfront. Wo bin ich denn hier gelandet? Ich glaube, ich bin in ein Raumschiff. Ich mach mal Licht an, Leute. Ist das mal nicht genial, was hier steht? Ich kam kaum aus den Staunen heraus. Ja, Felix und ich wurden hier eingeladen. Ja, diese Ausstellung gibt es jetzt schon seit einem Jahr. Und die haben uns gefragt, ob wir gerne mal hinter die Kulissen gucken wollen. Könnt ihr euch selber auch angucken. Wie gesagt, ihr könnt unten in der Videobeschreibung gucken. Da habe ich einen Link reingepackt zu Outpost One. So heißt dieser Veranstalter hier, diese Ausstellung. Und da könnt ihr euch gerne anmelden und dann könnt ihr hier solche Touren mitmachen. Also, wie gesagt, wir wollen hier vielleicht auch noch in der Halle schlafen. Das, was die hier auf die Beine gestellt haben, vor allen Dingen hier die ganze Scheune oder Halle, ja, die haben sie komplett wie so eine Galaxie hergestellt. Aber die haben die ganzen Dachziegeln, die ganzen Balkenkonstruktionen, ja, haben die angesprüht mit Farbe. Das Teil wurde zum Beispiel aus Belgien gekauft und wurde dann hier zusammengebaut. Kann da reinklettern und das fand ich halt einfach genial. Ja, dann die ganzen Fighters hier aufgebaut. Hier auch komplett aus Holz zusammengebaut. Da hinten zum Beispiel kennt ihr ja bestimmt, da war R2-D2 drin. Ja, den kennt ihr ja bestimmt auch. Der ist hier auch gerade anwesend. Ja, kommt zur dunklen Seite. Man kann einfach mal runterlaufen. Vielleicht werde ich gleich raufgebeamt. Hier kann man leider nicht rein. Aber es ist echt schon beeindruckend, sowas, ne? Also das kann man wahrscheinlich auf die Kamera gar nicht rüberbringen, diese Dimension. Ihr müsst euch das einfach mal selber anschauen. Und vor allen Dingen, ja, das werden wir drüben noch sehen, aus was für Materialien einfach ganz stumpf Sachen hergestellt sind. Einfach nur genial. Wie gesagt, ich will vielleicht auch noch mal zweites Mal hierher, weil diese Ausstellung wollen sie immer erweitern. Und dann schauen wir mal, was uns dann nochmal erwartet. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare reinschreiben, ob ich das wirklich nochmal weiter begleiten soll. So, wie gesagt, wir gehen jetzt mal nach drüben, da gibt es noch mehr zu sehen. Boah, der guckt mich richtig grimmig an. Der darf natürlich auch nicht fehlen und das darf auch nicht fehlen. Das Laserschwert. Hier ganz schön zu erkennen, der rote Teppich, hier bin ich vorhin lang gelaufen, hier sieht man auch diverse Fighter, Falken zum Beispiel, die kennt ihr, ja, Sternenfighter, glaube ich, ja, ich kenne mich jetzt nicht ganz so gut aus mit den Sachen. Viel Arbeit steckt hier in so einem Raumschiff drinne. Guck mal, die Fenster, kannst du sogar reingucken und hier beleuchtet, sogar hinten der Antrieb flackert, hier der Sternzerstörer zum Beispiel, ich glaube, wie ich jetzt mitgekriegt habe, war der jetzt 10 Jahre dabei, um das Ding zu basteln. Das besteht nur aus Pappe und da auch wieder mit Licht eingebaut. Auch wieder mit, ja, mit Antrieb hinten, flackern. Es helfen auch viele Leute zum Beispiel mit. Ja, hier hat jemand ein Gemälde gemalt. Man sieht es noch, ist auch noch nicht vollständig. Der kommt immer dann her, wenn er Zeit hat und malt das dann halt zu Ende. Und hier sind meine Freunde, die Ewoks, ja, die gehören zu meiner Familie. Und den kennt ihr ja auch alle, ja, eigentlich sollte ich da sitzen. Auch eine sehr bekannte Szene, wo die hier im Wald rumgeheizt sind mit den Dingern. Finde ich auch sehr genial. Ich habe damals mit meinem Papa immer Star Wars gerne geguckt. Und dann den vierten Teil habe ich dann, vierten, fünften und sechsten habe ich dann im Kino geguckt. Aber ich finde das schon einfach genial, wie viel Arbeit hier drin steckt. Und es war eine Menge Arbeit, den Trooper so wirklich hinzupositionieren, wie er jetzt gerade da sitzt. Könnt ihr euch an diesen kleinen Kobold erinnern? Sie hat uns erzählt, dass hier zum Beispiel auch 2 Leute drin waren und dass einer die Arme bewegt hat, einer den Kopf und die Zunge und die Augen kann man sogar auch noch bewegen. Hier werden auch Sachen gebaut, die hier so rausgucken mit so einem Ring. Wie lange hat das gedauert, um sowas zu basteln, um die Ideen zu holen, oder? So schön fertig gemacht haben, diese Felsen, so dass das wieder aussieht wie eine Höhle. Hier das Warzenschwein, was da drin steht, als Wächter. Und dann diese Szene hier, vielleicht kennt ihr die auch.
wo er dann halt mit dem Knochen kämpfen musste. Ja, ich glaube, das hat aber nicht viel gebracht. Aber zum Schluss hatte Luke es noch geschafft. Auch eine sehr bekannte Szene. Und könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wer hat sich denn hier drunter versteckt? Wisst ihr das noch? Das ist einfach nur Wahnsinn, ne? Wie man sowas alles selber fertig machen kann. Hier oben auch die Decke mit Gitter drinne, dann LED. Man kann eigentlich schon coole Sachen machen aus dem Lost Place, oder? Ja, hier auch diese berühmte Szene, wo sie vor diesem großen Tor stehen, wo hier dieses komische Ding rausfährt. Auch komplett hier so aus Styropor gemacht. Oder Styrodur, glaube ich. Auch genial gemacht, oder? Also einfach nur genial. Achso, den kennt ihr ja bestimmt auch. Schieß mal dein Laserschwert raus. Könnt ihr euch auch noch an der Szene erinnern? Da wurde er ja ausgebildet. Und die Höhle finde ich auch genial. So mit Licht drin eingebaut. Ja, wie gesagt, sowas entsteht auch nicht von alleine. Dafür gibt es auch Kulissenbauer, die sowas erstellen. Ich habe auch gehört, dass diese Person halt jetzt 1:1 nachgebaut worden ist. Und dann eben halt auch, wo er gelebt hatte. Mein kleiner grüner Freund. Wo guckst du denn die ganze Zeit hin? Ja, hier zum Beispiel auch die Eiswelt nachgebaut. Das wollen die dann auch nochmal irgendwann erweitern oben. Aber finde ich auch schon mal sehr genial. Ich habe auf jeden Fall auch sehr viele Fotos gemacht, die ich auf Instagram und Facebook poste. Ja, da bin ich vorhin lang gelaufen, da habe ich mich drinnen versteckt. Habt ihr ja bestimmt gesehen, wo ich gewunken habe. Und jetzt geht's, glaube ich, runter. Das ist auch genial, wenn man hier so lang läuft. Hier ist so eine Lichtschranke. Auch genial gemacht, oder? Den Teil finde ich auch sehr spannend gemacht. Hier haben sie zum Beispiel auch Materialien verbaut. Hier haben sie zum Beispiel einfach nur so einen Pappbecher genommen und haben den hier eingebaut. Auch genial gemacht. Auch hier überhaupt die Kulisse, beeindruckend, wie im echten Raumschiff. Also man könnte echt schon meinen, der guckt dich wirklich an, das ist wirklich eine richtige Person, oder? So ein bisschen Ähnlichkeit hat er mit mir, oder? Findet ihr nicht? Dagegen guckt er ein bisschen grimmig, oder? Das habe ich übrigens auch sofort erkannt. Kennt ihr das auch, wo der kleine Roboter mal vorgefahren ist und dann... Das habe ich sofort erkannt. Hier sind dann halt eben auch Sachen eingebaut. Guck mal, hier laufen zum Beispiel auch Videos, original aus dem Film. Hier auch. Und es soll hier noch sogar weiter ausgebaut werden. Es soll natürlich richtig blinken. Das soll richtig wie so ein Commander-Raum gestaltet werden. Ja, er macht gerade ein bisschen Pause, trinkt Kaffee, glaube ich. Wollen wir zusammen noch einen Kaffee trinken? Gut, dass ich jetzt die Woche beim Friseur war. Sonst sehe ich bald aus wie er hier. Oder? Ihr hattet auch alle gefragt, was mit meinem Caddy ist. Mein Caddy habe ich jetzt verkauft. Ich habe mir einen neuen geholt. Was sagt ihr dazu? Ich bin jetzt in den vorletzten Raum angekommen. Da gibt es noch einen Raum, aber wie gesagt, schaut euch das selber an. Ihr müsst euch hier anmelden. Alles unten in der Videobeschreibung. Ich glaube, das ist auch schon mittlerweile 4 oder 5 Uhr. Also wir haben echt den ganzen Tag hier fast gedreht. Also es hat mega Spaß gemacht, auch hinter den Kulissen. Nein, das war es noch nicht mit dem Video, weil jetzt gehe ich wieder rüber in die große Halle. Ich will noch ein bisschen rumfliegen. Nein, da wollen wir jetzt, wie gesagt, Felix und ich jetzt schlafen. Und dann würde ich sagen, ja, dann sprinten wir mal rüber und dann müssen wir jetzt mal den Schlafplatz aufbauen. Was für ein Service. Man steht morgens auf und man kriegt seinen Kaffee hier. Einfach nur genial. Aber ihr hört es wahrscheinlich, es hat die ganze Nacht geregnet. Aber dennoch ein sehr, sehr geiler Schlafplatz hier. Ja, wer hat denn schon mal unter einem Hangar geschlafen? Und ja, wie gesagt, es regnet schon die ganze Zeit.
Wir haben jetzt mal ein bisschen länger geschlafen, weil wir waren echt bis 4, 5 Uhr waren wir, glaube ich, wach. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank auch an Christina, die uns hier rumgeführt hat und alles gezeigt hat. Natürlich auch komplett an den Veranstalter und was man eben halt aus so einem Lost Place machen kann. War mal ein anderes Video, halt so Lost Place, eine Ausstellung. Haben wir so ein bisschen zusammengewürfelt. Und jetzt würde ich sagen, ich glaube, wir haben genug gezeigt. Jetzt auf jeden Fall abschalten.